DPL. Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich euch und willkommen zu den DPL News. Ja, sehr, sehr spät, weil ich am Wochenende nicht da war und ich hatte so irgendwie gar keine Lust aufzunehmen. Hey, aber jetzt habe ich wieder Bock. Und zwar, ja, kommen wir zu DPL News. Und ja, es gibt ein paar, ja, ich sag jetzt mal neue Teilnehmer. Es sind ja, der liebe Zaratox ist ja ausgestiegen. Dafür ist jetzt der Nexus in der Liga 1. Hat auch seinen ersten Kampf, ich glaube, diese Woche gemacht, ja. Und ja, da kommen wir natürlich noch später zu. Und in der Liga 2 sind zwei neue Teilnehmer drin. Einmal der Menno und der Pascal aka Dancing Morwile. Habe ich das richtig ausgesprochen? Egal. Das war auf jeden Fall, ja. Das waren auf jeden Fall erstmal die News. Im Allgemeinen kommen wir jetzt mal zu den Buy-Ins. So, die Buy-Ins sind sehr überschaubar diese Woche. Und zwar haben wir einmal Sensui kauft sich ein Panciano, Richard kauft sich ein Azumarill, Eve kauft sich Pixie und Zack kauft sich ein Lucario. Und das waren die Buy-Ins. Viel Spaß mit dem ersten Spiel. So, wir beginnen mit Nero gegen den Nexus um 12 Uhr und ja, das war so ein Kampf, wo ich mir dachte so, okay, muss nicht sein, zum Beispiel in der ersten Runde hat der Nero einen kleinen Missplay gemacht, ist auf Tarnschande gegangen, ja, Nexus hat das predicted, ist auf seinen Magifahren auf sein Xatu gegangen, ja, mit Magiespiegel hat er die Tarnschande quasi zurückgeworfen, nicht nur quasi, sondern er hat sie zurückgeworfen und ja, damit hat ja, Nexus seine kompletten Sash-User quasi nutzlos gemacht. Also der Sash war quasi nutzlos, denn er hat damit gerechnet, dass, also wie er es im Video gesagt hat, dass er ja keine Tarnscheine zu fürchten hat. Und ja, hat er sich selber dann eingebrockt. Und was noch krass in dem Kampf war, ist, dass ja, Nexus sehr, sehr krasse Hacks gegen sich hatte. Denn Nexus. Er hat zwei Hydros gemisst und das hat so ziemlich das Game entschieden und ja, damit hat der Nero 2-0 gewonnen. So, PTTV, der Favoritenkiller gegen Linux. So, der liebe Daniel hat sehr, sehr riskante, aber meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt die schlechtesten Plays gemacht, ist in manchen Situationen drin geblieben, was ihm ja sehr große Vorteile gebracht hat. Zum Beispiel hat er im ersten Turn Tarnschweine rausbekommen, die er normalerweise hätte gar nicht rausbringen dürfen oder können. Ja, Linux hat, er ist nicht safe geblieben, hat versucht zu predicten, was dann total in die Hose gegangen ist, hat quasi overpredicted und hat deswegen, ja, 3-0 verloren und auch Daniel hat sehr gute Plays gemacht mit Libeldra und dem Eisenschweif. Sah wunderschön aus und ja. GG an Daniel. So, kommen wir zu Sensui gegen den Zack. Und ja, es war meiner Meinung nach ein gutes, spannendes Match. Bis zum Ende hin. Zack hat ja, Sensui ein bisschen mit Confuse Way geärgert von Banette. Und Sensui hatte meiner Meinung nach den besseren Core. Mit Akali und Lucessa konnte er sehr, sehr viel Druck ausüben. Was ich aber nicht verstanden habe, warum es Sensui so spannend gemacht hat. Er hätte ein bisschen offensiver predikten können. Hat er nicht gemacht. Am Endeffekt hat es dann doch noch zu einem 1-0 gereicht. War knapp, aber ja, verdient gewonnen meiner Meinung nach. Ja, und das war Sensui gegen Zack. Ja, Nympha gegen Eve war witziges Match, fand ich, weil Ninfa gedacht hat, dass das Pixie Unwell ist. Er hätte eigentlich viel früher Manaphy reinticken können und damit ziehen können, meiner Meinung nach. Aber ja, hat das dann im Endeffekt auch gemacht. Und ja, Manaphy holt, ich glaube, 4 Kills. Und ja, Ninfa gewinnt 3-0. So, Vincent gegen Richard. Und es war ein ziemlich trauriges Match für Richard, denn er wurde in der ersten Runde gleich gecrittet. Traurigerweise. Wie auch immer, Richard hat versucht, noch das Beste rauszuholen. Er brauchte allerdings Xerox, um zu gewinnen. Hatte er leider nicht mehr durch den Crit. Azumarill hat noch sehr viele Kills gemacht. Ich glaube, 3, also alle quasi von Richard. Denn Richard hat 0-3 verloren, leider. Das heißt leider, ich bin ja nicht parteiisch. Vincent hat 5-0 gewonnen. 3-0 gewonnen. Lauris.
Bitte. Wenigstens hat 3 zu 0 gewonnen gegen Richard. Der Quid hat gemeldet und zwar ziemlich krass, aber ja, man kann nicht alles haben und ja. Kommen wir zu Bene gegen Silva. Okay, Guys, folgendes. Wir haben jetzt hier Bene gegen Silva. Und ich will jetzt einen Begriff einführen, den ich von Richard geklaut habe, von dem lieben Captain Künsch, und zwar Hashtag abgerippt. Das bedeutet so viel wie bessere Gameplan, bessere Vorbereitung, bessere Plays, alles besser. Sorry Silva, aber Bene hat wirklich um Längen besser gespielt in allen Hinsichten und dementsprechend verdient. Verdient 5-0 gewonnen. Er hat echt solide gegen Silva gespielt. Silva hat leider auch im ersten Turn gemisst. Was hätte meddern können? Weiß ich nicht. Muss man gucken. Klar, so ein Match sieht dann immer anders aus. Aber im Endeffekt hat dann Bene bis auf den ersten Turn. Der erste Turn war ein bisschen random, fand ich. Aber der Rest war gut gespielt von Bene. Ja. So. Kommen wir nun zu meinem Match. Und ja, ich habe 3-0 gewonnen gegen den lieben Kami. Ich habe jetzt nicht schlecht gespielt, meiner Meinung nach, sondern ich habe sehr sicher gespielt mit komischen Plays, komischen Play-Ansätzen, wo ich mir dachte, okay, kann funktionieren, muss es aber nicht. Es hat funktioniert im Endeffekt 3-0, das hätte ich das beste Ergebnis gegen Kami. Ich meine, okay, tut mir leid, aber Kami ist quasi so ein Opfer. Nein. Er hat bis jetzt auch kein Spiel gewonnen und ich hätte auch bestimmt 5-6-0 gewinnen können, aber ganz ehrlich, fuck off. 3-0 ist ein gutes, ist ein okay Ergebnis. Ja, ich hab, scheißegal, ob es jetzt 3-4 oder 5-0 ist. Ich wurde schon angekackt, du hast nur 3-0 gewonnen, du hast voll kacke gespielt. Ist mir egal, ich habe 3-0 gewonnen, damit bin ich zufrieden, Leute. Ja, fuck off. Kommen wir mal zur Killliste. Heute alles mal so ein bisschen nach rechts gedrückt. Sorry, wenn das jetzt nicht ganz so toll aussieht. Egal. Auf dem ersten Platz haben wir ganze 3 Pokémon. Und zwar mein Metalis, Sensuris, Tesurio und Nidfas Manaphy. Oh, sorry, Guys, das war ein. Egal. Auf dem zweiten Platz haben wir. Auf dem vierten Platz haben wir Richard mit. Cresselia, natürlich. Das ist Cresselia, das Viech. Und auf dem fünften Platz haben wir jeweils das Pixie von Vincent und. Ja, Victini von Bene. Kommen wir mal. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Zur Tabelle. Natürlich unangefochten Platz Nummer 1. Der liebe Bene. Mit noch keinem einzigen verlorenen Spiel. Wer hat da was gerechnet? Sensui auf Platz 2. Dann komme ich auf Platz 3. Wuhu, Platz 3. Wuhu, Hype. Ninf hat genauso viele Siege wie ich. Nur eine schlechtere Differenz. Ja. Dann haben wir Richard und. Wir haben Richard, Zoxend und PTTV mit jeweils 5 Siegen. Zack also als einziger mit 4 Siegen. Nero als einziger mit 3 Siegen. Silver, The Nexus, der jetzt neu dazugekommen ist. Und Eve mit 2 Siegen. Linox immer noch nur 1 Sieg. Und Kami, Kapels. Immer noch leider ohne Sieg. Schade. Aber ja, man kann nichts machen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit Platz Nummer 3. Nächste Woche gegen 10 Bene. Da komme ich gleich zu. Was mir noch auffällt ist, dass der liebe PDTV jetzt 5 Siege hintereinander hat. Und damit jetzt mittlerweile sogar im Mittelfeld gelandet ist. Was ich sehr, sehr cool finde. Der liebe Zack ist auch relativ stabil im Mittelfeld. Nero kommt auch langsam ins Mittelfeld. Hier, Silva muss aufpassen, nicht abzurutschen wieder. Nexus muss langsam mal gewinnen. Er hat den ersten Spieler leider verloren wegen Hex. Okay. Eve muss aufpassen, dass er da auch rauskommt. Linux muss aufpassen, dass er da nicht drinne bleibt. Ja, und Kami. Ich setze alle meine Hoffnungen in Kami, aber ich glaube. Wenn er nicht jetzt irgendwie krass besser wird, dann wird er da unten erstmal bleiben. Weil, also man hat schon gesehen, man sieht viele Missplays auf seiner Seite und wenn sich das nicht bald ändert, dann ja, sehe ich leider schwarz für ihn. Aber mal gucken. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. So, und hier haben wir jetzt die Partien für die nächste Woche. Und zwar haben wir Linux gegen Nero. Und da bin ich gespannt, weil ich denke, beide sind auf einem ähnlichen Niveau und ich denke, beide können das gewinnen. Mal gucken. Ich denke, Linux hat gute Chancen.
Ich schätze, ich weiß nicht. Also ich denke, ich schätze beide gleich stark ein. Und deswegen guckt vorbei bei den beiden. Könnte ein spannender Kampf werden. So, Zack gegen Nexus. Und ja, Nexus wurde erstmal weggehext. Das heißt, man kann ihn noch nicht so gut einschätzen. Da auch neu in der Liga ist, ich denke, ja. Und also ich weiß das Ergebnis schon. Ich bleibe aber mal objektiv. Und ich denke, dass ich auch beide auf einem ähnlichen Niveau sehe. Obwohl ich halt Nexus noch nicht so gut einschätzen kann. So, PTTV gegen Eve. So, ich denke, dass PTTV gewinnen wird. Weil, ja, ich halte ihn für einen guten Spieler. Also er ist auf, bei normalen Tiers würde er einfach gnadenlos untergehen. Ja, er wäre, wenn er jetzt Audio spielen würde, er würde einfach gnadenlos untergehen. Aber in so einem DPL-Format ist er nicht der schlechteste Spieler. Da muss man schon mal so sagen. Captain Quinch gegen Sensui ist auch ein Match, wo ich unsicher bin, wer ja, gewinnt. Ich denke aber, dass Sensui da ein bisschen die Nase vorne hat. Ist aber schwer. Richard hat auch gute Plays drauf und kann gewinnen. Er hätte auch gegen Vincent gewinnen können. Und ich schätze, dass Vincent und Sensui ungefähr gleich stark ein. Aber er hat er nicht. Und deswegen, ich denke, Richard hat eine Chance gegen Sensui. Und Sensui hat natürlich eine... Also ich schätze Sensui einen Ticken stärker an. Kami Kappe jetzt gegen Ninfa. Ja, sorry Kami, aber Ninfa wird das gewinnen. Ja. Silva gegen Vincent. Ich will ja, dass Silva gewinnt. Silva, ich werde alle meine Power dir... Ich werde an dich denken, ja. I send my power to you. Du willst das gewinnen, Silva. Gewinne es. Für mich, für Lauris. So, und dann, um 18 Uhr dann spielt Bene gegen mich und das wird ein super Match, sage ich euch. Das wird der Hammer und guckt es euch auf jeden Fall an. Platz 1 gegen Platz 3 hatte Bene jetzt nur... Er hatte bis jetzt immer nur Platz 1 gegen Platz 2. Platz 1 gegen Platz 3 hat er noch nicht, ja. Deswegen was Besonderes. Und ja, guckt auf jeden Fall vorbei, wird auf jeden Fall ein spannender Kampf. Das waren auch schon DPL-News. Oh, ich habe was vergessen. Leute. Der Hexkönig. Ist natürlich Nero. Ja, ich meine, die beiden Haldur-Misses haben so krass gemeddert. Ich meine, du hättest verloren. Zwei Haldur-Misses kommen und du gewinnst. Schade an Nexus, aber Nero ist der Hexkönig für diese Woche. Viel Spaß mit dem Titel. Das war das aber die DPL-News und ja, ich hoffe, ihr guckt bei meinen anderen Videos vorbei oder mal meinen DPL-Kämpfen. Lasst doch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Was weiß ich. Und sonst, ja, wir sehen uns dann. Tschüss.